Ja, willkommen zurück hier bei Splatoon 2. Wir sind im Story-Modus und ich habe diese komische Wolke und wir wollen jetzt rausfinden, was tut diese verdammte Wolke. Lass es regnen, oder? Okay, das macht diese Wolke. Diese Ausrüstung haben. Kleiner Fisch, komm her, komm her, komm her, komm zu mir. Ich brauch die sogar, du musst mich hier rüber tragen. Nun gut. Ach, guck mal. Unglaublich, wir haben das Level beendet. Wir haben das Level beendet. Wir haben das Level beendet. Ja, auf erstmal einen Schluck. Ja, Pfad ins Ungewisse. Ich will diese Waffe behalten. Darf ich das? Ja, Heldenpinsel. Nun gut, da wir ja keine Lust haben, das zu laufen. Porten wir uns einfach immer in die nächste Zone. Wir haben ja schon alle gefunden im letzten Part, wie ihr gesehen habt. Reise durch das Octoland. Na, dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir dürfen diese Waffe behalten. Aber wir kriegen eine... Naja, okay, immerhin. Immerhin, wir haben einen Doppler. Nun denn. Auf, es gibt hier noch. Die Farbkombi ist auch sehr cool für diesmal. Gefällt mir. Was gefällt mir nicht? Ah, Juli, du hast. Nee. Limone, du hast einen ziemlich seltsamen Hunger. Und rein da. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Nintendo das richtig cool findet mit diesem Rail-Sprung. Weil das kommt jetzt mittlerweile schon so oft vor, dass man darauf rumgleitet und so. Fahren wir das mal einfach mal ein, mal sehen, was passiert. Klatsch. Können wir noch irgendwo was einfärben? Ich färbe vorsichtshalber das da hinten nochmal mit ein. Man weiß ja nie, vielleicht kann man das ja nochmal gebrauchen. Ja? So, dann machen wir mal. Und hops. Das war schon cool. Hallo, ich wollte... Und denn? Was ist denn absehen? Schnell hoch. Boah, das war knapp. Also das Besitzer, muss ich sagen, das coolste Level, was ich gesehen habe. Wo es auch Spaß macht, den Doppler zu haben. Was mir nicht gefällt, sind diese verdammten, verkackten Scharfschützenteile. Jetzt hier richtig. Das wäre so der Endstätzung gewesen.
Das tut mir so leid mit diesem Octoling. Obwohl das einer dieser hässlichen. Ach, da muss ich so eintauchen. Okay, verstanden. Da muss ich so rüberspringen. Da muss ich das ballern. Da muss ich das machen. Das machen. Wo muss ich denn hin? Oh. Oh. Ja, und da haben wir das doch. Dam, dam, da, dam, dam. Und abgehakt. Habt ihr euch auch schon mal gedacht? Mann, mein Geheimversteck sieht ja voll daneben aus. Schnappt euch das etwas Glitzerstoff und Klebeband und macht euch eine eigene Deko. Oh, guckt ihr mal an, wie ist das nicht niedlich? Rechts der Octoling, wie der aussieht. Nun denn. Limone, brauchst doch nicht hier gleich. Auf zu Nummer 4 und 20. Sehen, was da sich versteckt. Vielleicht kriegen wir eine neue Waffe. Oder auch nicht. Hellenschwapper. Nun gut. Kann man mit leben. Man aber nicht. Siehst du, der konnte es zum Beispiel nicht. Der auch nicht. Boing. Kein Klacks für mich. Und wie kacke das hier schon ist, das hast du doch auch gesehen. So. Gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen die Farbe. Genau. Diese Farbkombi ist schon wieder scheiße. Lauf so. Lass mal weg mit dir. Lass mal einfärben hier. Da noch ein bisschen entfernen. Guck, geht doch. Und Strudel. Ernsthaft. Really? Hier, Farbe für alle. Und hoch, 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 hoch. Es kommt von oben eine und macht die platt. Aber der arme Octoling. Irgendwie das Gefühl, dass ich den Schwamm da hinten brauche. Und den. Nein!
schnell. Zack, diese Farbe. Damit das hier weiter springen kann. Warum muss ich hin? Ach! Beinahe übersehen. Sind wir wieder am Anfang. Oder? Das ist hier. Schmeiße. Nun gut. Das macht schon die Steuerung ein bisschen kaputt. Das macht es nicht, sagen wir mal, nicht einfach. Ernsthaft. Das fällt wohl so unter die Kategorie Fails. Fails dich nicht mal meinen schlimmsten Feinden. Wünsche. Alter. Wer sich sowas ausdenkt, ne, der muss doch irgendwie eine Kontrolle über den ganzen Mist haben, oder? Da sollte man doch die Steuerung wenigstens dementsprechend anpassen. Arti, sei still. Deine Waffen sind schrecklich. Kleine Abkürzung. Klopp hin. Komm schon. Dann halt so, dass anders nicht geht. Kein Problem. Das eigentliche Problem ist ja eigentlich hier dieser andere Wand da gewesen. Diese Waffe ist ja auch eigentlich mehr brutal als... hoch.
Das war knapp. So, damit haben wir das jetzt auch geschafft. Jetzt sind wir wieder bei diesem Problemfeld. Der geht als erstes auch hoch, das heißt, ich habe genug Zeit, hier rüber zu springen. Und Gott sei Dank haben wir das jetzt hier auch hinter uns. So. Hinter mir. Oh. Das hat wirklich viel Energie gekostet hier. Bam, 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 bam. Ernsthaft. So, die Farbe ist jetzt pink. Flächen. Drei kleine Flächen, Leute. Und das ist die letzte. Zeigt sie da hinten hin, ey. Ernsthaft? Diese Fläche darf anscheinend nicht nach oben zeigen, oder? Das zeigt sie schon wieder nach da hinten hin. Thank you.
Springen ist überbewertet, ne? So. Jetzt haben wir das. Ein Schlüssel. Was machst du jetzt? Ja, dann holen wir uns mal den Speck. Hat ja auch lang genug gedauert. Und gut, ich sag, wenn der Part euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo oder alles zusammen. Ich weiß nicht, was ich ohne euch gemacht hätte. Ja, wahre Worte, Limone. Nun denn, wir sehen uns im nächsten Part.